Mein Name ist Geske Gehre und Anlauf. Ich bin Zahnärztin in Neuenhagen und ich führe eine Zahnarztpraxis mit Dentallabor in Neuenhagen. Zu unserer Zahnarztpraxis gehören 4 zahnmedizinische Fachangestellte mit unterschiedlichen Qualifikationen und Aufgaben und 2 Zahntechniker, wobei der eine mehr auf Metalltechnik und der andere mehr auf Keramik spezialisiert ist. Wir fokussieren uns in unserer Praxis hauptsächlich zunächst mal auf den Patienten als Mensch und erst dann auf seine zahnmedizinischen Bedürfnisse. Und was die Zahnmedizin betrifft, machen wir am meisten Zahnersatz und Implantate und sogenannte Cut-Cam-Restaurationen aus Keramik. Wir beziehen uns auf eine bestimmte Art und Weise der Behandlung. Also wir haben ein bestimmtes Behandlungskonzept, das unter dem Motto läuft: beachten, beraten, behandeln. Erst wenn wir wissen, wie der Patient behandelt werden möchte und welche speziellen Bedürfnisse er hat, dann können wir ihn zu einer bestimmten Zahnbehandlung beraten. Es gibt ja immer unterschiedliche Behandlungsmethoden und nicht jede Art der Behandlung oder nicht jede Versorgung mit Zahnersatz passt zu jedem Patienten. Und erst dann, wenn wir das alles geklärt haben, dann können wir unter Einbeziehung der Zahntechniker, die wir ja vor Ort haben, mit der Behandlung beginnen. Thema Angst ist bei uns ein Hauptthema in der Praxis, weil ich eine mehr als 10-jährige Ausbildung in der Behandlung von Angstpatienten durchlaufen habe und auch selber Zahnärzte ausbilde, wie man mit Angstpatienten vernünftig umgeht. Viele Patienten kommen, es ist ihnen peinlich, sie haben Angst, es ist ihnen unheimlich, und wir achten bei all unseren Methoden immer erstmal darauf, dass der Patient sich wohlfühlt oder so gut es geht in der Zahnarztpraxis wohlfühlt. Und wir haben verschiedenste spezielle Methoden, die wir auf den Patienten zuschneiden können, um ihm bei seiner Zahnarztangst zu helfen. Da wären zum Beispiel die zahnärztliche Hypnose, die Anwendung von Lachgas. Manchmal möchte ein Patient auch medizinisch sediert werden, also Medikamente bekommen, weil er dem mehr vertraut. Und einfach ganz kleine sprachliche und Umgangstechniken, die es dem Patienten erleichtern, zum Zahnarzt zu gehen. Wir können natürlich die Umstände nicht ändern, die eine Zahnarztpraxis mit sich bringt, also sprich ein Behandlungsstuhl, die Geräusche und so weiter. Aber wir können es dem Patienten erleichtern, indem wir unser Umfeld schön gestalten, was wir gemacht haben. Und der nächste Schritt ist dann, was mich immer wieder verwundert, einfach, wenn die Patienten eine Betäubung wünschen, die so vorsichtig zu machen, dass sie eigentlich kaum spüren. CEREC 3D ist ein CAD-CAM-Gerät, zusammen mit einer 3D-Fräse. Mit diesem CAD-CAM-Gerät können wir Kronen, Brücken und Inlays machen und Teilkronen sogar auch und mittlerweile sogar keramische Aufbauten auf Implantaten. Und wir können also jetzt statt eines Abdruckes eine Videoaufnahme vom Gebiss machen. Bei Patienten, die besonders empfindlich sind, können wir also alles abdruckfrei gestalten. Ich bin verheiratet, habe 2 fast erwachsene Kinder und würde mich als ziemlich sportlich bezeichnen. Also am liebsten laufe ich abends nach der Sprechstunde, um zur Ruhe zu kommen und ein bisschen zu entspannen. Als Kind wollte ich so ziemlich alles Mögliche werden, so von Astronaut über Feuerwehrmann und nachher, wie fast alle Mädchen, Tierarzt. Und mit 14 wusste ich es dann. Also seit der 8. Klasse wusste ich, ich möchte Zahnarzt werden. Und das, was ich so spannend an diesem Beruf fand, ist zum einen das medizinische Tätigsein, also Arzt sein, der Umgang mit Menschen an sich und dann zusätzlich noch handwerklich tätig sein zu dürfen. Also etwas zu produzieren, was wieder neu zu machen, wieder schön zu machen. Und letztendlich freut sich dann der Patient mit uns. Ich habe Abitur gemacht in Berlin und gleich anschließend Zahnmedizin an der Humboldt-Universität studiert. War dann 3 Jahre in der Poliklinik tätig
habe mich danach 1991 in Hoppegarten als Zahnärztin niedergelassen, also selbstständig gemacht. Festgestellt, dass es unheimlich viel Neues auf dem Gebiet gibt, viele spannende Sachen, und war schon immer ein Mensch, der sich gelangweilt hat, wenn er immer das Gleiche macht. Also ich suche ganz gern die Herausforderung, sodass ich dann losgezogen bin und mich also besonders qualifiziert habe auf dem Gebiet der Implantologie. Da habe ich also mehrere Fortbildungen absolviert in den USA. Seit 8 Jahren haben wir zu der Praxis ein dazugehöriges Dentallabor. Das ist unheimlich toll, den Techniker schon bei der Planung vor Ort zu haben. Der kann doch noch mal hilfreich sein. Was ist machbar, was ist nicht machbar? Der guckt sich den Patienten direkt an, weil auf dem Modell Zähne individuell für jemanden zu gestalten, ist doch ganz anders, als wenn man demjenigen ins Gesicht geguckt hat. Also wenn dann doch wirklich mal was nicht gefällt oder noch mal was geändert werden muss, dann können wir das binnen kürzester Zeit für den Patienten so ändern. Und wir tun das auch so lange, bis es ihm gefällt. Besonders gern angenommen wird auch die gute Nachsorge, also dass Reparaturen abgegeben werden können, schnell wieder abgeholt werden. Das geht alles ganz unkompliziert dadurch. Bei uns ist jeder Patient Privatpatient, weil wir jeden Patienten als Menschen und auch als Kunden betrachten und ihm eine ordentliche, professionelle Dienstleistung bieten wollen, die auf ihn eingeht und auch wirklich seine menschlichen Bedürfnisse.